Hi, ich bin Fabian. Ich bin Paul. Und heute unterhalten wir uns über unseren Ersteindruck von Everspace. Hi, heute unterhalten wir uns über Everspace. Das ist ein Roguelike oder Roguelite, könnte man meinen. Das so ein bisschen gekreuzt ist mit einem Space Exploration Game. Mich hat es enorm an Freelancer erinnert. Und das ist von dem deutschen Entwickler Rockfish Games, die vorher Handyspiele gemacht haben. Also, sagt dir irgendwas von denen was? Hast du von denen vorher schon mal gehört? Absolut nicht, nein. Ja, die haben vorher Galaxy on Fire gemacht. Das ist, ich glaube, den ersten auf jeden Fall und ich glaube auch den zweiten. Und das ist im Grunde genommen schon ein recht ähnliches Spiel. Man spielt halt auch einen Raumschiffpiloten, das halt aber als ein reines Handyspiel. Ich habe mal kurz reingeguckt, weil Handyspiele sonst eigentlich so gar nicht mein Ding sind, aber auch das sieht schon sehr witzig aus und man sieht da so ein bisschen die Wurzeln. Everspace ist dann das erste Mal gewesen, dass sie sich halt so auf den PC-Markt getraut haben und das gleich mit einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne, was ja auch jetzt mittlerweile nicht mehr ganz selbstverständlich ist, nachdem der erste große Kickstarter-Boom abgeklungen ist. Und jetzt haben sie vor einem Jahr ungefähr den Early Access gestartet und seitdem läuft das Spiel. Wann hast du es dir geholt? Es muss so vor circa 2 Monaten gewesen sein. Genau, und kurze Zeit später hast du mir dann ja auch schon auf Nachfragen hin erzählt und eine kleine Empfehlung dafür abgegeben, weil ich hatte das schon eine ganze Weile auf dem Schirm. Aber ja, ich bin kein großer Fan von Roguelikes, ganz im Gegensatz zu dir. erzähl doch mal von deinen Suchtproblemen mit Isaac und etc. Naja gut, eines der wesentlichen Punkte, die bei diesen Spielen halt für mich vorteilhaft waren, ist zum einen die Pausenfunktion und zum anderen die Möglichkeit, jederzeit auch damit wieder aufzuhören, was aber hauptsächlich mit meinen privaten Lebensumständen zusammenhängt. Aber mit solchen Spielen mit Online-Zwang und bloß nicht weggehen, sondern beständig beim Spielen sein, damit konnte ich halt eine Zeit lang nicht so viel anfangen. Und die Spiele, die haben es halt gut bedient. Das war halt kurzweiliges Vergnügen, einfach mal angeschmissen noch für eine kleine Runde. Und entweder man konnte für eine Stunde oder zwei drin versacken oder man hat es ihm einfach wieder ausgemacht. Und hat Everspace in der Hinsicht auch gut funktioniert für dich? Absolut. Am Anfang von jedem Sektor, wenn man reinkommt, dann wird das Spiel direkt gespeichert, sodass man beim nächsten Mal auch einfach wieder anfangen kann, wo man davor aufgehört hat. Von daher, und natürlich auch eine Pausenfunktion, ganz wichtig. Ja, für mich jemand, der halt doch eher große Stücke am Stück spielt, ist es halt dieser Vorteil nicht so relevant. Und was mich halt bei Roguelikes halt oft immer gestört hat, ist halt dieses immer wieder von vorne anfangen. Und deswegen war ich von Everspace halt sehr, sehr lange ein bisschen abgeneigt, auch wenn es mich auf der anderen Seite viel an Spiele erinnert, die mir schon immer unglaublich viel Spaß gemacht haben. Ich würde mal erstmal kurz zusammenfassen, worum geht's eigentlich in dem Spiel. Man spielt einen Klon von einem Piloten, man ist irgendwie immer der gleiche, aber man spielt schon einen anderen physischen Charakter bei jedem Playthrough. Zusammen mit einer KI, die mit einem Mann bemannten Raumschiff von Sektor zu Sektor springt. So ähnlich, ja. Genau. Irgendwas, was du dem hinzufügen würdest? Erstmal nicht, rede weiter. Alles klar. Man startet mit einem Raumschiff und hat dann später über Freischaltmechanismen noch 2 weitere zur Auswahl, von denen ich jetzt zugegebenermaßen überhaupt keine ausprobiert habe. Du meintest, du hast schon noch mal ein anderes noch benutzt? Ich habe noch den leichten Fighter genommen mit dem Tarnschild. Der hat auf jeden Fall auch ganz smarte Vorteile. Ja, der ist auf jeden Fall auch einer, den ich so ein bisschen auf dem Schirm habe für die Zukunft. Und ja, für Leute, die FTL kennen, denen wird das Szenario vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen, denn auch hier hat man eine große, starke Macht, die einen verfolgt und man ist in jedem System so ein bisschen unter Zeitdruck und man wird von den OK verfolgt. Meines Verständnisses sind das Aliens? Hast du da... Also es gibt ja diverse Fraktionen, die einem Probleme bereiten. Was einen davon jetzt so richtig verfolgt und was nicht, kriegt man eigentlich gar nicht so richtig mit. Ist zumindest nicht mein Spielgefühl. Also ich weiß, dass ich bin ja jemand, der sich immer viel zu lange in den Systemen auffällt und irgendwann kommt dann immer dieses riesengroße Warnschild, OK Forces are inbound. Ja, das ist. Und dann gehe ich die Kacke am Dampfen. Ich habe selber noch nicht drauf angelegt, aber ich habe schon YouTube-Videos von Leuten gesehen, die das einfach mal drauf angelegt haben und da kommt einem ganz schön was um die Ohren geflogen. Das glaube ich wohl. Und ja, mein großes Ziel ist erstmal das Spiel überhaupt einmal zu schaffen und dann erlaube ich mir vielleicht auch mal so eine Späße. Du warst schon am Ende. Jeden Tag. Zumindest.
Zumindest beim Endkampf, ja. Den habe ich aber auch nicht als solches wahrgenommen, weil woher soll man wissen, dass es der Endkampf ist, wenn man gerade im Spiel geschehen ist. Mhm. Und dadurch, dass einem das Spiel jetzt nicht unbedingt erklärt, was man zu tun hat, ist man da ziemlich ins kalte Wasser geschmissen. Mhm. Ich habe den Kampf furios versaut, aber naja, was soll's. Ich mein, Sterben ist halt elementarer Bestandteil des Spiels und man freut sich über die Credits, die man abstaubt, aber ich denke mal, darauf gehen wir noch ein. Ja, ich finde es auch ganz nett, schon am Anfang hast du die Möglichkeit, einen Schwierigkeitsgrad zu wählen, was ich sehr, sehr angenehm finde, weil viele, viele Roguelikes machen das nicht. Und ich fange bei vielen Spielen immer gerne gediegen an und je nachdem, wie sehr mir die Gameplay-Mechanik gefällt, steigere ich mich dann gerne in die schwierigeren Schwierigkeitsgrade rein. Und bei dem normalen steht ja sogar da, the way you meant to die. Also das Spiel macht da keinen Hehl draus, dass es davon ausgeht, dass du es nicht schaffst. Tja. Und da du ja auch gesagt hast, dass du das Ende gar nicht so als Ende wahrgenommen hast, sollten wir hier vielleicht auch nochmal klarstellen, wir sprechen über die Early Access Version des Spiels. Das kommt nämlich am 26. raus, das dürfte, also am 26.05.2017, das dürfte mehrere Tage nach der Veröffentlichung des Videos hier sein. Also nicht verwundern, wenn da kommen noch eine ganze Menge Features hinzu, über ein paar können wir vielleicht sprechen, aber sehr, sehr viel ist mir auch noch gar nicht bekannt. Ja, also was der Publisher da jetzt noch so mit reinbaut, kann ich auch nicht sagen, ehrlich gesagt, habe ich nicht im Blick, aber es ist jetzt im Early Access noch einiges dazugekommen, diese Schiffe beispielsweise, die man freischalten kann, die gab es so vorher wohl auch nicht, aber es war eigentlich auch erst der Punkt, die mich dazu bewogen haben, das Spiel dann doch noch zu kaufen. Zum einen natürlich, weil der Entwickler versprochen hat im Early Access, dass es halt günstiger ist. Der Preis wird also nochmal angezogen werden. Das haben sie mittlerweile wieder zurückgenommen. Sie haben sich wohl aufgrund von Feedback von vielerlei Seite, außer von innerhalb der Community, dazu entschieden, das Spiel nicht nochmal teurer zu machen. Was ich einen ziemlich coolen Move finde. Das auf jeden Fall, ja. Und diese Schiffe, die kamen eben erst kurz vor meinem Kauf mit dazu. Hm. So. Und die geben mir auf jeden Fall nochmal einiges an Wiederspielwert. Obwohl das auf jeden Fall. Also wäre es nur ein Schiff gewesen, von Anfang bis Ende hätte ich es nicht genommen, bin ich ganz ehrlich, weil die Abwechslung muss dann schon sein. Und ich finde, da in generellen Raumschiffspielen dein Raumschiff ja so ein bisschen dein Avatar ist, finde ich Individualisierung für mich persönlich auch super wichtig und entscheiden zu können, hey, ich will das Schiff, weil das sieht viel, viel cooler aus als das Startschiff. Das zum Beispiel. Also die Schiffe selber lassen sich ja auch nochmal ein kleines Stück weit individualisieren mit Decals, die man so freischaltet und diversen Farben. Also von der Form her nicht, aber... Sogar von der Form kann man einiges noch verändern. Oh. Ich muss zugeben, ich habe auch noch gar nicht rausgefunden, wie man das eigentlich macht, aber es gibt da so einen ganz netten Trailer, den werde ich auch mal vielleicht in den Shownotes verlinken, wo sie zeigen, was für optische Anpassungen man an dem Schiff vornehmen kann. Ich habe mir in Vorbereitung hier auf das Video auch ein paar Videos von Leuten angeguckt, die das schon viel, viel, viel länger spielen als ich und da habe ich auch festgestellt, hey, das Schiff ist ja das gleiche Schiff, was ich spiele, aber es sieht ja ganz anders aus. Ja. Also mit anderen Schwingentypen, mit anderen Antriebstypen. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich auch spielerischen Unterschied machen, aber auf jeden Fall optisch. Ja, man kann auf jeden Fall diverse Loadouts noch freischalten, ja, das habe ich auch gesehen. Ja, und ich habe das große Glück gehabt, dass mir das Startschiff schon sehr gut gefallen hat und hier habe ich nämlich so den einen kleinen Kritikpunkt an dem Spiel. Wie wir ja schon so ein bisschen angedeutet haben, das hat ja so ein persistentes Freischaltmechanismus. Und das heißt, man bekommt Credits, während man das Spiel spielt. Und diese Credits gehen nicht verloren, wenn man stirbt, sondern man geht halt zurück an den Anfangspunkt und kann dort diese Credits dann investieren, um permanente Upgrades freizuschalten. Das ist ja, was Roguelikes angeht, mittlerweile so ein recht etabliertes Ding, dass man halt die Langzeitmotivation in den Dingern auch hat. Ja, es ermöglicht vor allem überhaupt das Spiel mal vom Anfang bis zum Ende zu erleben. Ja, es ist quasi sowas wie ein Rollenspielelement, würde ich es mal nennen, dass man eben da so eine Art Skilltree hat, wo man dann die Credits, die man über hat, dann verbraten kann, beziehungsweise sammelt man die Credits eigentlich mit Blick aufs Ende, um sich dann eben zu verstärken oder eben ein neues Schiff freizuschalten. Und was ich zum Beispiel ganz gut finde, ist, dass man auch stärkere Skills, die jetzt enorm viele Credits kosten würden, schrittweise freischalten kann. Da habe ich mich am Anfang ehrlich gesagt noch ein bisschen geärgert drüber, aber später fand ich das eigentlich ziemlich gut, weil in einem anderen Spiel, was ich jetzt momentan auch relativ viel spiele, in Lost Castle, gibt es zum Beispiel nicht die Möglichkeit, größere, teurere Talente schrittweise freizuschalten, sondern man hat entweder die Punkte oder man hat sie nicht. Und das finde ich bei Everspace dann doch ein bisschen eleganter gelöst.
Und das führt vor allem dazu, dass man eigentlich am Ende von jedem Run dann tatsächlich fast all sein Geld immer ausgeben kann und dann nicht vielleicht... Das zeigt einem das Spiel ja auch direkt, wo es noch möglich ist, was reinzubuttern. Ob das Sinn macht, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber besser als die Credits dann verfallen zu lassen, ist es allemal. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, den einen kleinen Kritikpunkt, den ich daran habe, ich habe fast all meine Upgrades in mein erstes Schiff investiert, weil ich das Gefühl hatte, dass die Schiff-Upgrades ein bisschen wertvoller oder ein bisschen nützlicher sind als die allgemeinen Charakter-Upgrades. Und diese werden dann nicht von Schiff zu Schiff übertransferiert. Und so habe ich zumindest für mich persönlich das Gefühl, dass das Spiel mich ein bisschen dazu drängeln will, eigentlich mich auf ein Schiff festzulegen. Na, das habe ich jetzt selber nicht so erlebt. Klar, ich habe mich auch ein bisschen geärgert, dass die Upgrades dann für mich nicht mehr brauchbar waren, als ich das zweite Schiff hatte. Aber dadurch, dass man mit dem zweiten Schiff auch deutlich andere Möglichkeiten bekommt, die das Gameplay so ein bisschen verändern. Ich meine, mit dem neuen Schiff bin ich das erste Mal dann überhaupt in den neuen Sektor gekommen, konnte nochmal tonnenweise Credits einsammeln. Also es geht relativ schnell, dann wieder die ganzen Punkte freizuschalten. Und ich muss auch sagen, je länger man das spielt, am Anfang kommen einem die ganzen Upgrades unglaublich teuer vor. Ich glaube, beim ersten Run hatte ich am Ende vielleicht 2000 Credits. Das sind auch sehr kleine Schritte, die man macht, ja. Und jetzt ist es doch tatsächlich so, dass ich nach den meisten Runs tatsächlich so um die 20.000 bis 30.000 habe. Und auf einmal kommen einem auch die teuren Upgrades gar nicht mehr so teuer vor. Und wenn ich mir dann Videos von Leuten angucke, die das regelmäßig spielen, die dann am Ende mit 80.000, 90.000 Credits dastehen, dann kommt einem diese Zahl auch gar nicht mehr so bedrohlich vor und die Upgrades kommen immer schneller und schneller rein. Ist die Frage, was man dann macht, wenn man sämtliche Sachen freigeschaltet hat, wie man die Credits dann noch verbraten kann? Das wird dann wahrscheinlich am Entwickler liegen, welche Möglichkeiten er noch nachschiebt. Also ich habe Gerüchte gehört, dass sie vielleicht drüber nachdenken, noch ein Schiff einzufügen. Und das wäre, glaube ich, auch einer der Sachen, wie man immer weiter und weiter gehen kann, indem man halt, keine Ahnung, alle paar Monate ein neues Schiff mit neuen Ideen und neuen Techniken reinbringt. Und das bringt dann natürlich auch wieder einen ganzen Upgrade-Tree mit sich. Das auf jeden Fall. Oder was man natürlich auch in Betracht ziehen könnte, ist, über die ganze Kohle, die man ausgibt, noch einen zusätzlichen Spielmodus freizuschalten zum Beispiel. Das machen ja auch andere Spiele. Das klingt auch ganz interessant, ja. Wo du gerade Spielmodi ansprichst, da gibt es nämlich eine ganz interessante Sache, die ich auf dem Twitter-Account von Rockfish Games gefunden habe. Nämlich, dass sie tatsächlich zum Release auch eine Story einfügen wollen. Man hat ja bis jetzt schon so ein bisschen die Möglichkeit, Hintergrundgeschichte zu erfahren, indem man zum Beispiel Wracks von anderen Schiffen findet in den einzelnen Zonen des Weltraums. Und dort hat man dann immer so kleine Mini-Geschichten, die man sich durchlesen kann. Aber es soll wohl tatsächlich eine komplette, komplexe, auch mit Cinematics und allem drum und dran geschossene Geschichte in dem Spiel geben, was ja dem Ganzen nochmal einen unglaublich größeren Umfang geben würde. Das auf jeden Fall. Vor allem verwundert es mich dahingehend, weil eigentlich eine große zusammenhängende Geschichte ja eher nicht so typisch ist für Roguelike-Spiele, weswegen ich sie ja auch eigentlich favorisiere, weil ich eben selten die Zeit habe, mich in eine große Geschichte zu vertiefen und wenn ich ein Spiel länger liegen lasse, ich meist wieder vergessen habe, um was es eigentlich ging. Von daher sind diese Spiele eigentlich auch relativ dankbar für mich. Aber wie die das denn tatsächlich so hinbringen wollen, dass das alles Sinn ergibt, das finde ich schon spannend. Ja, es ist vor allem sehr, sehr interessant. Ich glaube, da bieten sich unglaublich tolle neue Möglichkeiten, wie man eine Geschichte erzählt. Weil dadurch, dass man ja wirklich immer einen neuen Klon nach dem anderen quasi durch diese Weltraumtaschen durchjagt, immer auf einem anderen Weg, immer einem ungewissen Ziel entgegen, hat man natürlich auch die Möglichkeit, fragmentierte Geschichten zu erzählen. Der eine erlebt halt das, der andere erlebt halt das und so dann halt aus vielen kleinen Geschichten eine große zu machen. Also ich habe da noch überhaupt keine Ahnung, was da auf uns zukommt, aber ich bin unglaublich gespannt darauf. Generell muss ich sagen, das Spiel hat für mich unglaublich viele Vibes von Space Exploration. Ich habe vor ein paar Monaten mal wieder Freelancer ausgegraben, das war kurz bevor wir mit Everspace angefangen haben. Und das ist eigentlich einer meiner Lieblingsspiele aus den frühen 2000ern. Ich habe das geliebt bis zum Gehtnichtmehr und das ist auch heute noch eins meiner Lieblingsspiele. Und das hat mir wieder richtig Lust darauf gehabt, den Weltraum zu erkunden in einer virtuellen Welt. Und Everspace macht das unglaublich gut. Das auf jeden Fall, so lange bis man stirbt und alles wieder von vorne erkundet. Weil das, was man dann findet, ist eigentlich relativ vorhersehbar und dann kann es schon mitunter eher lästig werden. Ja, so weit bin ich noch nicht. Weißt du, wie viele Stunden du schon ins Spiel gesteckt hast? Also ich bin jetzt bei 18. Ich bin bei 13 Stunden. Also ich hatte bis jetzt noch nicht das Gefühl, dass es mir auf den Sack geht, dass sich Sachen wiederholen. Aber das liegt für mich, glaube ich, auch viel daran, wie wunderschön einfach die Welt gestaltet ist. Da muss ich zustimmen, allerdings denke ich nicht, dass es überhaupt irgendein Weltraumspiel gibt, was scheiße aussieht.
da ich habe zumindest persönlich noch keins gesehen, also auch Freelancer damals sah fantastisch aus. Selbst Star Trek Online sah für mich fantastisch aus. Also Weltraumspiele haben einfach irgendwas und das mit der Farbpalette hat der Entwickler schon gut raus. Also es ist definitiv eine Farbpalette, die sich nicht am Realismus orientiert, sondern tatsächlich wirklich am Bombastischen. Und man hat wirklich, ich habe fast schon das Gefühl, jedes Mal in ein Gemälde reinzufliegen. Ja, aber wie gesagt, das machen eigentlich viele Spiele sehr, sehr gut. Ich weiß auch nicht, inwiefern da tatsächlich die Unreal Engine, die sie ja verwenden, die Muskeln spielen lässt. Kann ich nicht genau sagen. Es könnte eigentlich genauso gut jede andere Engine sein. Also wo sie auf jeden Fall die Muskeln spielen lässt, ist auf der Performance-Seite. Also ich habe ja hier schon mal einen ziemlich mächtigen Rechner stehen, aber tatsächlich schafft er dieses Spiel halt wirklich Framerates zu erzielen bei einer sehr, 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 sehr guten Grafik, das vielen anderen Spielen abgeht. Also ich spiele das auf 1440p regelmäßig mit um die 100 Frames pro Sekunde und das ist halt ein butterweiches Spielgefühl, ohne irgendwelche grafischen Abstriche zu machen. Und gerade die Explosionen zum Beispiel von größeren Schiffen sehen so bombastisch aus, dass das muss ich auch nicht hinter neben dem Call of Duty oder sowas verstecken. Also das auf jeden Fall. Also die Performance, die stimmt wirklich, auch auf schwächeren Systemen, sage ich mal. Und was ich auch als sehr, sehr gut empfinde, als sehr sauber vor allem, ist das Gameplay. Also Eingaben werden sehr schnell sauber umgesetzt, sodass man gut reagieren kann. Man ist nicht in der Situation, dass jetzt irgendwie irgendwas nicht funktioniert hätte, sondern wenn man was versaut, dann lag es auch wirklich an einem selbst. Spielst du das mit Maus und Tastatur oder mit dem Gamepad? Ja. Aus Tastatur, Gamepad habe ich noch nicht ausprobiert, aber es gibt auf jeden Fall auch keine Kompatibilitätsprobleme, wenn man ein Gamepad und die Maustastatur gleichzeitig angeschlossen hat, sondern wenn man sich auf eine Steuerung eingeschossen hat, dann wird die auch konsequent durchgenutzt. Das machen andere Spiele auch deutlich schlechter. Ja, also ich habe auch schon mal das Ding gehabt, dass mir auf meinem unaufgeräumten Schreibtisch mir mein Controller umgekippt ist und auf einmal, wo ich gerade mit Maus und Tastatur gespielt habe, hat sich mein Schiff im Kreis gedreht und ich denke mir, ah, alles klar, der Controller liegt falsch rum und ja. Der Joystick wird halt die ganze Zeit gedreht. Schnell Controller wieder umgedreht, sofort mit Maus und Tastatur weitergespielt, also das funktioniert. Ja, aber es fängt bei solchen Kleinigkeiten an, wie dass auf einmal die Steuerelemente des Gamepads eingeblendet werden, obwohl man eigentlich mit Maus und Tastatur spielen wollte. Ja. Das ist dann relativ sinnfrei. Zwei Sachen, die ich mir dann noch wünschen würde, ist zum einen einmal, das ist auch in den Steam-Foren und in Reddit, überall kommt die Frage nämlich immer und immer wieder, wird es Joystick-Support geben? Und bis jetzt kam da immer Nein und ich verstehe das wahnsinnig gut, weil Joystick-Support ist ziemlich schwierig einzubinden, weil jeder Joystick anders funktioniert, jeder hat andere Button-Konfigurationen, das heißt, ich habe hier zum Beispiel einen ziemlich teuren Zytec-Joystick rumstehen, der hat unglaublich viele Knöpfe und wenn ich mir dagegen halt irgendwie irgendwo so einen 30€ einfachen Joystick gucke, der dann halt ungefähr so viele Knöpfe hat wie ein Gamepad. Das sind im Grunde genommen alles andere Eingabemittel und ich verstehe schon, dass es nicht ganz so einfach ist. Ein kleiner Tipp aber für die, die es probieren wollen. Ich habe gestern nämlich einen Forenbeitrag gefunden, wo jemand sagte, man kann einen Joystick so emulieren, dass der Computer das als Xbox-Pad interpretiert. Und das ist was ich auf jeden Fall ausprobieren will. Mach es so. Ja, und eine andere Sache, das Spiel soll auch für VR kommen. Bisher wird es, glaube ich, noch nicht unterstützt. Aber es soll auf jeden Fall geplant sein. Ja, inklusive Cockpit-Ansicht, die ja. Allerdings spielerisch ein bisschen schwieriger ist, weil die Übersicht dann fehlt. Aber wenn man dann, sag ich mal, diesen VR-Helm aufhat, dann ist das auch ein bisschen einfacher. Aber jetzt mit Maus und Tastatur ist das mit dieser Cockpit-Ansicht eher ein Nachteil. Das ist halt für Leute, die halt Immersionen über spielerische Einfachheit, sag ich mal, stellen. Genau. Aber also, wenn man die Ambition hat, bis zum Schluss zu kommen, dann wird man wahrscheinlich schon eher versucht sein, die Außenansicht zu nehmen. Aber als jemand, der halt auch schon viele Space Games in VR gespielt hat, zum Beispiel das Eve Valkyrie habe ich eine ziemlich lange Zeit gespielt, die Fähigkeit, sich in seinem eigenen Cockpit umzuschauen, ist unglaublich, unglaublich hilfreich, was das angeht. Da ist nämlich dieses, was du gerade erwähnt hast, dass man halt nicht ganz so viel Übersicht hat, sofort weg, weil man kann sich halt mit seinem Kopf so unglaublich schnell in eine Richtung und in die andere Richtung drehen und da merkt man wirklich gar nicht mehr, dass einem die Übersicht von der höheren Field of View fehlt. Naja, es kommt drauf an, wenn man jetzt diverse Systeme hat, wo man beispielsweise auch sehen kann, was außen herum passiert, auch in den toten Winkeln des Schiffs, dann ist das sicherlich richtig. Aber wenn man von hinten beschossen wird und man merkt es nicht, weil man die ganze Zeit nur nach vorne guckt, übrigens sind die Waffen auch die ganze Zeit nur nach vorne gerichtet, das ist auch nochmal ein Punkt, worauf man vielleicht eingehen müsste, dann denke ich mal, ist das schon deutlich schwieriger.
Ja, da kann ich dir nicht ganz widersprechen. Aber wo wir gerade bei VR sind, nämlich ein kleiner Beef, den ich mit dem Game habe, immer wenn ich es aufrufe, schmeißt er mich sofort auf den Desktop und öffnet meine Oculus Home Software, selbst wenn ich ihm sage, hey, ich möchte das nicht in VR spielen. Ist das ein Problem des Spiels oder ein Problem der Oculus Software? Das ist eine echt gute Frage, aber also es gibt so bei Spielen, die VR und nicht VR unterstützen, ist das so eine, sag ich mal, fast schon 50-50 Sache. Ob es das macht oder nicht. Und das ist halt unglaublich nervig, dass selbst wenn die Software gar nicht gestartet ist, dass sie ist nur auf meinem Rechner vorhanden. Und ich habe mittlerweile sogar SteamVR deinstalliert, weil ich es eigentlich nicht mehr brauche. Und ja, trotzdem wird das halt immer gleich mit raufgeholt. Ist ein kleiner Bug, ist jetzt auch nicht, dass das beim Spielen unglaublich stört, aber es ist halt wirklich immer, wenn man das Spiel startet, komme ich ins Hauptmenü, bums, zurück auf den Desktop, Oculus nervt mich. Okay. Aber ja, das ist fast schon ein bisschen kleinlich, da vielleicht drauf rumzureiten. Weil ansonsten muss ich sagen, ist das Spiel halt wirklich schon unglaublich toll optimiert. Wie ist denn das Spielerlebnis an sich? Vielleicht sollten wir darüber auch mal ein paar Worte verlieren. Stimmt, jetzt reden wir schon hier fast über 20 Minuten und haben noch gar nicht so wirklich erzählt, wie sich das Spiel eigentlich anfühlt. Es ist unglaublich schnell, ne? Das auf jeden Fall. Wie schon sagte, Eingaben werden sehr gut umgesetzt. Das ist auch wichtig. Man wird eigentlich, sobald man in den Sektor kommt, schon fast von allen Seiten beschossen. Von Schiffen, genauso wie von Drohnen. Es gibt diverse Schiffstypen, die einen da jagen. Eben die leichten, wendigen Jäger. Das geht dann hoch bis zu den größeren Korvetten. Oder auch große Transportschiffe beispielsweise, die ja mitunter auch sehr wehrhaft sein können. Ich habe mich in meinem letzten Run, dachte ich mir, bediene ich mich mal ein bisschen der Piraterie und habe mich mit der Händlerfraktion krummgestellt im Spiel. Ja, und die holen schnell ihre Brüder. Ja, aber das ist sehr, sehr interessant, weil das ist halt so ein gewisser Payoff. Wie in vielen, vielen Roguelikes gibt es halt Händler, die in der Welt zufällig verstreut sind und mit denen man zufällige Güter tauschen kann, was extrem hilfreich sein kann. Aber ich habe festgestellt, wenn man quasi die Eier in der Hose hat, sich mit denen rumzustellen, kann man da auch unglaublich krasse Beute machen, wenn man sich mit diesen riesen Händlerkarawanen anlegt. Dazu braucht man allerdings auch die richtige Bewaffnung, um sich eben mit der Verstärkung auseinanderzusetzen. Und diese ganzen Schiffstypen, die einen da verfolgen, können mitunter auch als Elite-Spawn auftreten und die sind dann schon ein bisschen knackiger. Ne? Ich fand vor allem wahnsinnig geil, also mir ist das eigentlich nur aus Versehen passiert, weil ich habe so einen Treibstofftank gesehen in der Welt und hatte schon relativ wenig Treibstoff nur noch und dachte mir dann, ach ja komm, den ballerst du schnell weg, nimmst du den Treibstoff, habe aber nicht darauf geachtet, dass der ja an einer Station dran hing, der zu der Händlerfraktion gehörte. Und dann musste ich mich den Rest des Runs halt mit denen als Feinden rumplagen, was mir dann aber wirklich zugute gekommen ist, weil ich unglaublich tollen Loot dadurch abgesahnt habe. Aber es ist auch deutlich schwerer geworden. Es muss nicht unbedingt sein, dass man mit denen dann dauerhaft verfeindet ist. Wenn man schnell ist, kann es durchaus sein, dass man im Nachbarsektor gar keine Probleme mehr mit denen hat, weil sich das überhaupt nicht weitergesprochen hat. Ach, das ist ja geil. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja. Also mir ist das genau das Gleiche passiert. Auch ich hatte diese Treibstoffprobleme, habe einen Tank in die Luft gejagt, der halt leider den falschen Leuten gehört hat. Und die haben mich dann ein bisschen verfolgt, aber das war dann nach dem nächsten Jumpgate erledigt. Verstehe ich ja gar nicht, ne? Nur weil du gerade mal eine Tankstelle in die Luft gesprengt hast, dass dann jeder gleich stinkig wird, die sollen sich mal nicht so haben. Naja, man darf ja nicht vergessen, dass man mit diesem Jumpgate komplett den Sektor wechselt. Ja, also. Ja, oder vielleicht gehörte der eine zu BP und der andere zu Shell. Vielleicht waren die auch ganz, ganz dankbar darüber, dass sie ein bisschen weniger Konkurrenz hatten. Das kann sein. Okay, ja, und 7 Sektoren gibt es jetzt, glaube ich, insgesamt. Ich weiß nicht genau, ob zum Release dann mehr dazu kommen. Das Ende ist ja das Ende ist tatsächlich so ein bisschen offen, dass man durchaus das Gefühl hat, da kommt noch was. Ne? Also man fliegt ja tatsächlich durch ein Portal und der Robot oder die KI, die mit dir auf dem Schiff ist, sagt, ja, sorry, ab hier habe ich keine Instruktionen mehr. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz charmanter Weg zu sagen, dass man jetzt auch erstmal nicht weiter weiß, aber es ist Early Access, ich denke, da ist das erlaubt und auch das habe ich schon schlechter gesehen, da am Ende zu sagen, Schluss. Ja. To be continued. Allerdings, ja. Eine Kleinigkeit, die ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, wir haben ja schon so ein bisschen über Technik gesprochen, ist Sounddesign. Das finde ich wahnsinnig interessant. Das Ding hat so einen rockigen Soundtrack und auch ziemlich wuchtige Waffensounds. Ich mag gerade Laser super, super gerne, weil die haben halt die ganze Zeit so einen Bratsound, so irgendwie, ja, als würde irgendwas so ein bisschen verkohlt werden. Mag ich auch. Und ich finde auch ganz geil, wie die Laser tatsächlich auch so Spuren hinterlassen, auf was allen sie treffen. Und eigentlich, wenn man die Zeit dafür hätte, könnte man da richtig Malereien mitmachen und was nicht alles. Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es explizit zerstörbare Objekte gibt, die dann auch zerstört werden. Und alle anderen Sachen bleiben dann leider so. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, ehrlich gesagt. Aber gut. Vielleicht haben sie das aus Klarheitsgründen gemacht, um halt wirklich zu zeigen, hier, das kann zerstört werden.
Also ist es auch gameplay-technisch relevant. Das wäre vielleicht was, was ich mir vorstellen könnte. Aber man kann und soll die Scheinwerfer kaputt schießen. Ja, und das ist auch irgendwie befriedigend, oder? Ja, Shepard schön. Auch ja. Das haben sie ganz gut gemacht. Ja, das sind halt so viele Kleinigkeiten, wo Sound und Grafik halt echt gut zusammenspielen. Aber wo ich gerade schon Laser sagte, du wolltest ein bisschen was noch über die Waffen erzählen, ne? Ja, und zwar sind sämtliche Waffen, die man in dem Spiel finden kann, also ganz grundlegend, das Schiff startet natürlich mit einigen Waffen, die eben ja, dem jeweiligen Schiffstyp auch zugeordnet sind. Es gibt Waffen, die bestimmten Schiffstypen generell vorbehalten sind und Waffen, die alle einsetzen können. Und die sind dann eben nochmal unterteilt in Primär- und Sekundärwaffensysteme. Und mit den Primärwaffen arbeitet man eben auch primär. Die Sekundärwaffen sind so ein bisschen der Extraknall sozusagen, den man so braucht, um gewisse Kämpfe zu gewinnen. Und diese ganzen Waffen gehen aber allesamt nach vorne. Es gibt ein paar zielsuchende Waffen. Das Gunship hat auch Türme, die automatisch in andere Richtungen schießen, wenn mich nicht alles täuscht. Ist mir neu, ehrlich gesagt. Ich habe das Gunship selber noch nicht gespielt. Ich auch nicht. Weiß ein paar Kleinigkeiten darüber, aber im Großen und Ganzen, naja, man braucht es eigentlich nicht, weil die meisten Schiffe sind so enorm wendig, dass man, das heißt, die meisten Schiffe sind ja bloß zwei andere. Erstmal. Aber die sind so enorm wendig, dass man im Prinzip ja eigentlich keine großen Probleme hat, den Gegner in der Front zu halten. Aber es ist halt nicht so, dass man jetzt wie in anderen Spielen ein enorm großes, schwerfälliges Schiff hat beispielsweise, das mehr so mit den Flanken arbeitet, indem man voll die Breitseite gibt oder so. Also wenn man sowas sucht, dann ist man bei Everspace eher falsch. Da geht es um wendige Schiffe, die haben die Ausrichtung nach vorne und da knallt es richtig. Aber dafür hat man die Explosion noch immer im Blick. Es kann eben nicht passieren, dass man jetzt irgendwo hinter sich irgendwas erledigt, was man dann gar nicht genießen kann. So und richtig. Da gibt es ein nettes kleines Feature, das heißt Action Freeze. Ja, das ist auch richtig. Ist, glaube ich, dafür gedacht, um in unübersichtlichen Situationen die Primärziele auszuwählen. Aber na gut, wenn man jetzt sich einen besonders hübschen Knall auch nochmal angucken will, wie der optischen Szene gesetzt ist, dann kann man das, glaube ich, auch ganz gut nutzen. Siehst du, da sieht man so ein bisschen, wie andere Spieler ticken. Bei mir im Twitch-Chat haben zum Beispiel auch viele gesagt, oh, das ist ja richtig gut, um im Kampf die Übersicht zu behalten, während ich das zu diesem Zeitpunkt eigentlich immer nur für Screenshots genutzt habe. Ja, sicherlich. Ich meine, wenn einem die Möglichkeiten gegeben sind, muss man eben da gucken, was man damit macht. Was die Waffen angeht, das gibt auch, die haben alle unterschiedliche Skill-Ceilings, würde ich fast auch sagen. Weil ich arbeite momentan hauptsächlich mit Lasern und die sind ziemlich einfach zu handeln, weil sie sehr gut tracken. Das heißt, die haben alle so eine kleine Zielhilfe. Das heißt, wenn ich ein bisschen daneben schieße, bleibt der Laser trotzdem auf dem Ziel. Dann gibt es aber auch sowas wie die Flakkanonen, die zum Beispiel eine unglaublich hohe Streuung haben, dafür aber tatsächlich auch richtig viel Wumms haben. Und generell mit physischen Waffen muss man halt auch immer vorhalten können und das verlangt einem ein bisschen mehr ab. Ja, es kommt sicherlich auch darauf an, was man jetzt eigentlich noch braucht. Man darf ja nicht vergessen, dass man in jedem Run andere Waffen findet und sich andere Setups sozusagen selber zusammenstellen muss. Das hängt ja nicht nur an den Waffen, sondern auch an den zusätzlichen Gegenständen, die man so findet, die einem so mitunter passive Boni verleihen. Und wenn man beispielsweise sehr wenig Energie hat, weil der Hauptkern zum Beispiel belastet ist mit Schilden oder mit Tarnkappen, die man benutzt, dann ist es sicherlich günstig, wenn man in Waffensysteme verwendet, die weniger Energie brauchen. Und ich denke, dafür sind dann diese Projektilwaffen gedacht. Ja. Eine Sache, die da definitiv Abhilfe verschafft, über die wir, glaube ich, auch noch gar nicht geredet haben, ist das Crafting. Ja. Man findet nämlich Blaupausen im Laufe des Runs und das werden immer mehr, je länger man spielt. Und da kann man dann auch mit den ganzen Ressourcen, die man während des Runs findet, dann halt sich auch sein eigenes Bild zusammenstellen. Also ich bin mittlerweile eigentlich so, dass ich immer meine Lieblings-Items mir selber bauen kann, wenn ich in einem Run weit genug komme. Und das gibt dem Ganzen auch so eine ganz interessante Mechanik, denn am Anfang bin ich eigentlich ganz massiv am Ressourcen suchen und versuche Kämpfe noch eher zu vermeiden, wenn ich kann, um halt mir so ein Grundloadout zusammenzubauen. Zum Beispiel eine Sache, weil ich nicht so gut bin, so versteckte Sachen auszumachen. Da, keine Ahnung, suche ich mich immer blöd und finde sie nicht. Versuche ich am Anfang immer so schnell wie möglich Scanner zu kriegen. Ja. Die haben ein kleines Risiko, dass man getrackt wird von Gegnern, aber die zeigen einem halt alle Items, die in einem Level halt versteckt sind. Und das ist enorm hilfreich für mich. Und ich merke halt, sobald ich die ersten Scanner mir gebaut habe, wird das Spiel unglaublich viel einfacher für mich. Ja, diese Blaupausen sind übrigens, gehören zu den wenigen Dingen, die man nach dem Tod sozusagen in die nächste Charakterinkarnation mitnehmen kann.
Also die bleiben permanent erhalten, damit man sie im nächsten Run benutzen kann. Das freut dann natürlich dann doppelt, wenn man so ein Ding findet. Mhm. Das sind im Grunde genommen nur Blaupausen und Farben, oder? Ja, und natürlich dann die Credits, die man am Ende eben in die Verbesserungen ummünzt. Genau, aber auch die gehen verloren, wenn man sie nicht sofort ausgibt. Also wenn man in den nächsten Run reinstartet und noch Credits übrig hat, die sind dann weg. Genau, aber es gibt eigentlich immer irgendeine Möglichkeit, das zu verbraten. Also selbst für 200 Credits findet man meist noch hier oder da irgendwas, wofür man es ausgeben kann. Eine Sache, die ich noch zum Gameplay sagen wollte, das fällt mir jetzt gerade erst ein. Ich finde, das Spiel hat eine schöne Balance auch aus Action und Ruhepassagen. Ja, es sei denn, man ist auf diese Ruhepassage dringend angewiesen, weil man ansonsten nicht weiterkommt. Ja, also bei mir, du sagst ja, du suchst immer eher die Ressourcen und versuchst Kämpfe am Anfang eher zu vermeiden. Bei mir läuft es eigentlich erst so, Sektor clearen und dann gucken, was habe ich jetzt hier eigentlich so. Mhm. Ja, und dazu gehört dann auch Ressourcenabbau. Wenn man diese Ressourcen aber dringend braucht und man findet sie nicht, weil man sie im gesamten Sektor erstmal suchen muss, dann kann das eben schon mal ein bisschen länger dauern und eben auch lästig werden. Mhm. Ja, wenn man den Nachbrenner benutzt und man hat wenig Energie zur Verfügung, wie schon gesagt, der Hauptkern wird durch diverse andere Dinge ebenfalls noch in Beschlag genommen, dann hat man den Blues. Ja, ich glaube, da kommt es auch echt ein bisschen drauf an, was für eine Art Spieler man ist. Also für mich ist wirklich das Erkunden das, was am meisten Spaß macht. Gerade wenn es dann darum geht, so in alte, abgerauchte Raumstationen, die halt eigentlich nur noch Trümmer sind, reinzutauchen und sich fast schon so wie in Descent in Umgebungen zu befinden, wo man gerade so mit seinem Raumschiff noch durchpasst. Du hast ja vorhin auch gesagt, Ego-Perspektive ist unübersichtlicher. Ich glaube, spätestens hier wird es richtig schwer, aus der Ego-Sicht zu spielen. Ja, weil auch da die Flucht nach vorne eigentlich immer relativ gut gelingt. Also man kommt selten in Situationen, wo man vorne reinfliegt, hinten aber nicht wieder rauskommt. Mhm. Warst du schon mal in einer der Alien-Ruinen? Ja, ich bin auch wieder rausgekommen, aber draußen war dann Schluss. Da hat es auf einmal geknallt. Ich wusste gar nicht so richtig, was passiert ist, aber ich denke, das sollte so sein. Ja, da gibt es nämlich auch so ein paar Minibosse. Und was das Spiel öfter mal mit mir gemacht hat, ist, mich sterben zu lassen, weil ich im etwas Neuem begegnet bin, wo ich noch nicht verstanden habe, wie es funktioniert. Aber meistens stirbt man an den Sachen immer nur einmal, weil es relativ leicht noch rauszufinden ist. Also in dem Fall von den Alien-Ruinen ist es zum Beispiel auch halt ein bestimmter Gegner, der eine fiese Sache macht, die ganz spezifisch ist, und wenn man die einmal halt gelernt hat, dann weiß man, wie man damit umzugehen hat. Und ja, über die Alien-Ruinen hat man dann nämlich nochmal einen neuen Upgrade-Tree, nämlich die sogenannten Runen oder Glyphen. Ach, ich kann mir immer nicht merken, ob es Runen oder Glyphen sind. Na, jedenfalls machen die dann nochmal einen anderen Passiv, den man mit ins Spiel reinnimmt. Ah, und die bleiben dann auch? Die bleiben auch permanent. Das ist quasi nochmal ein zusätzliches Ding, was man in seinem Loadout einstellen kann. Achso, ich habe mich beim nächsten Mal nämlich nicht mehr in diese Ruine reingetraut. Da ging es mir eigentlich eher darum, weiter voranzukommen. Ja, also wenn du im nächsten Mal einer begegnest, töte den Gegner, der draußen auf dich wartet, und dann flieg in die Ruine rein und dann gibt es schöne Überraschungen. Ist nicht so, dass ich den Masterplan nicht auch beim ersten Mal gehabt hätte, aber danke. Okay, wollen wir es hier so ein bisschen zum Ende kommen lassen? Weil ich glaube, wir haben ziemlich gut zusammengefasst, warum Everspace ein echt gutes Spiel ist. Ja, ist auf jeden Fall kurzweil und für das bisschen Geld, was man dafür hinlegt, eigentlich eine ganz gute Investition. Mhm. Also ich meine, im Grunde genommen kostet es ja wie ein halbes AAA-Spiel und man kriegt definitiv mehr raus als aus vielen AAA-Spielen. Also ich finde, das ist ein ziemlich guter Deal. Und eine Sache, die ich zum Thema Rockfish Games noch sagen wollte, die Entwickler sind wirklich unglaublich aktiv in der Community. Also ich habe die Steam-Foren ein bisschen durchgegraben, das Reddit ein bisschen durchgegraben, und überall sind Mitarbeiter von diesem doch sehr, sehr kleinen Team und unterhalten sich mit den Leuten, fragen nach Verbesserungen. Ich habe ein paar Bugs im Steam-Forum reported und sofort kam am nächsten Tag einer von Rockfish Games und meinte, hey, ja, super, danke, dass du reported hast, wir werden uns das mal angucken. Und das gibt einem echt ein gutes Gefühl bei dem ganzen Ding. Ja, das ist sicherlich bei diesen kleineren Studios schon ein Vorteil, die dann auch ein bisschen kundenorientierter arbeiten können, die sich auch die Zeit dafür nehmen wollen und auch so ein bisschen für die Sache brennen, die sie machen. Mhm. Also gerade wenn man halt bedenkt, dass bei Early Access Games in den letzten Jahren öfter mal so Sachen waren, die halt nie fertig geworden sind, wo die Entwickler irgendwann einfach abgehauen sind und keine Updates mehr kamen, da bin ich schon echt, echt glücklich, dass die da wirklich Leidenschaft für ihr Projekt haben. Ja, und dass sie jetzt den Preis tatsächlich nicht nochmal anziehen wollen, finde ich, ist nochmal ein richtig schönes Zuckerchen obendrauf. Also richtig bang for the buck, wie man sagt. Ja. Gut, dann will ich mich bei euch bedanken, die hier zugeschaut und zugehört haben, und wir hören uns beim nächsten Mal. Und wenn ihr bis dahin noch nicht genug von uns hattet, dann hört doch mal in unseren Podcast rein. Den und all unsere anderen Inhalte findet ihr auf www.goodgame2go.com. Bis dann. Ciao.